Hallo Leute und willkommen zurück zu Mario und Sam Usual Day. Ein Super Mario Bros. 3 Hack, der zum Teil zwar cool ist, aber zum Teil auch ziemlich unfair, weil es oft unerwartete Fallen gibt und weil die Level einfach asozial sind. Ja, im letzten Part gab es ziemlich viele geistesgestörte Luftschiff-Level. Also Luftgalern-Level, kann man sagen, wie man will. Jetzt geht's hier weiter mit, ja, ich würde mal behaupten, standardmäßigen Leveln, also halt Jump'n'Run. Die Grafik sagt mir irgendwie schon zu. So. Ich hoffe, ich muss auch diesmal nicht alle 10 Sekunden ein Safe State verwenden. Das ist die Underground-Musik. Hey, ich dachte, die kommt da nicht raus, wenn ich... Oder doch? Okay, das ist schon mal nicht so nice hier am Anfang. Aber ich probiere es erstmal ohne Safe States. Ich habe selber ziemlich wenig Bock, Safe States zu verwenden, weil ich jeden Safe State dann rausschneiden muss. An sich aber eine coole Idee. Okay, ich renne hier durch. Was anderes bleibt mir hier nicht. Also glaubt ihr, es gibt jemanden, der sich dort nicht treffen lässt? Oh, ja. Ich probiere es immer noch ohne Safe States, ja. Ich habe mir vorgenommen, dass wir diesen Part 2 Level schaffen. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist zu wenig verlangt. Denn es ist hier wirklich eine Herausforderung. Ja, das war Pech. Aber hier sind Kugelwillis. Okay. Ja gut, das hätte ich hinkriegen können. Das war, glaube ich, wirklich ein bisschen wenig Skill gerade. Vielleicht versuche ich das mit den Piranha-Pflanzen ohne Schaden. Na, durchrennen jetzt. Ja, ich brauche die sogar. Ey, geht's um punktgenaues Timing? Und ja, es war so ziemlich punktgenaues Timing. Ist hier ein Secret? Ach, da ist so eine Coin. So eine S-Coin. Ja, es ist möglich, die mehrmals einzusammeln, wenn man ein Level mehrmals betritt. Aber nur, wenn man sie einmal, also nur beim ersten Mal, wenn man sie in einem Level, oh Gott, findet, nur dann zählt sie auch. Oh Gott. Ja, wie man sieht, die spucken hier Feuer, die Feuer Bros. Ach du Kacke. Ja, nee. Ja, da ohne Selbststates kriege ich das definitiv nicht hin. Das ist zu gestört. So, nach der Kugelwilli-Passage bin ich dann quasi gezwungen, Selbststates zu setzen. Denn wer kriegt hier diesen geisteskranken Shit denn hin? Also nach dieser Stelle hier. Ja, die S-Coin wurde auch gespeichert. Das finde ich ist ein Pluspunkt. Jetzt mache ich auf jeden Fall ein Safe State. Bis dann, das schneide ich aus. Bei anderen Games dauert das nämlich verdammt lange. So, Safe State gesetzt. Mit F8 müsste ich das jetzt laden können, genau. Und mit F5 speichern. Das ist. Sollte ich aber nicht verwenden. Also ich sollte es nicht mit F5 machen, weil dann die ganze Website resettet wird. Mal sehen, wo ist jetzt mein Mauszeiger? Ja, das ist ziemlich schwierig hier. Vor allem der Pilz ist auch schwierig zu bekommen hier. Aber... Also ist er doch nicht hier. So. Ich will schon wieder ein Selbststate setzen, aber... So pussyhaft bin ich dann auch wieder nicht. Ja. Okay, das... Es gab schwierigere Level, das muss man sagen. Alles klar. Bin schon froh, wenn ich das hier nur mit 2 Safe States hinkriege.
trifft mich jeder. Springende. Och du Kacke. Parakuba. Also ihn ohne Treffer. Ja, ohne Treffer. Oh nein, bitte nicht. Wow. Ziel. Bitte Ziel. Ja. Nur ein Safe State. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, die zwei Level schaffen wir doch locker, wenn der hier auch so einfach ist. Oder es ist ein Grab und wieder die Underground muss. Okay. Jetzt setze ich. Jetzt lade ich keinen Safe State, denn. Ja, dann wäre ich wieder am anderen Level. Aber die Buchos haben eine etwas andere Textur. Die tauchen so zufällig auf. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Ja, das war ich mit unfair. Man sieht es am Anfang erst nicht. Das kommt so unerwartet. Und dann ist es auch noch verdammt schwierig. Aber gut, der Level war ein klein wenig einfach. Also schon ziemlich stark einfach. Wenn man das mal mit den Luftschiff-Leveln vergleicht. Ein Fehler und man ist tot. Aber hier das ist es nicht ganz so streng. Weil da verdammt schnelles Autoscrolling war. Ja. Das meine ich mit asozial. Genau das hier. Ja, da dachte ich auch erst, ich kann auf die Wolke. Aber nee, das war ein Hintergrundelement. Aber bekomme ich hier jetzt einen Pilz? Ja, hier bekomme ich einen Pilz. Aber wenn ich das verkacke, dann verliere ich halt den Pilz. Das heißt, ich setze hier nochmal einen Safe State. Bis dann, Leute. So, da bin ich wieder. Safe State gesetzt. Ja, es scheint, als müsste ich mich hier treffen lassen. Ich versuche es trotzdem ohne Treffer hinzukriegen. Und lol, diesmal kriege ich es hin. Ich glaube, die fliegen anders, wenn man groß ist. Kann das sein? Ja, da dachte ich wieder. Okay, das war Dummheit. So, nochmal geladen. Ne, diesmal sind die wieder ganz normal. So, hier einfach drüber springen. Was zur Hölle? Nein. Ich glaube, ich muss da einfach drüber rennen, dann weiter rennen oder... Nein, spring doch, Mario. Ich habe A gedrückt, aber anscheinend zu spät. Okay. Ja, der lässt sich halt nicht mal so schnell umdrehen. Der springt immer noch weiter in die eine Richtung. Ja, jetzt. Jetzt habe ich es wahrscheinlich schon verkackt oder auch nicht. Zumindest bin ich bis hierher gekommen. Und wie immer keine Checkpoints und... Einfach asoziale Level. Ja, ich musste tatsächlich durchrennen. Das war das, was ich immer falsch gemacht habe. Diesmal sogar als großer Mario. Ja, wie viele spawnen da noch? Ja. Ist zwar an sich gar keine so schlechte Idee. Aber ist einfach... Verdammt schwierig. Ja, jetzt war ich so eine halbe Sekunde gerade mal unverwundbar da. Das. Also dieser Level ist definitiv schwieriger als der. Ja, ich springe immer viel zu früh. Ja, das war jetzt zu spät. Ja, genau. Man muss einfach wissen, was man zu tun hat. Wenn man das nicht weiß, dann hat man es quasi schon verkackt. Aber coole Textur. Das grafisch schon mal in... Als wenn der mich berührt hat. Grafisch schon mal ein Pluspunkt von mir. Ja, immerhin kann ich mich als kleiner Mario... nicht so einfach treffen lassen. Also,
Ich bin im Kopf kleiner, das sollte einfacher sein. Ja, was zur Hölle? Ja gut, das hat jetzt mehr mit Skill zu tun. Das war jetzt weniger Glück. Oh, was? Nein. Geht er schnell drüber? Okay. Invisible Coin Blocks. Ja, sorry Leute, hier setze ich jetzt ein Safe State. Bis dann, würde ich sagen. Okay, der Safe State hier musste jetzt sein. Es wäre so bitter, wenn ich hier noch verkacke und dann, ja. Okay, hier ist das Ziel anscheinend. Ja, würde ich sagen. Ach, das ist auch noch ein Level. Hey, das ist doch aus Zelda, oder? Okay, greift der Ritter mich an? Ja, mit der SMB3 Overworld Musik. Also nicht der Map. Also einfach. Das ist wirklich aus Zelda, oder? Aus Zelda 2. Es sieht auf jeden Fall danach aus. Heilige Kacke. Und diesmal habe ich keinen Pilz bekommen. Das ist auch zum Teil Glück, ob man da einen Pilz bekommt oder nicht. Zumindest in der letzten Welt. Holy shit. Wie viele sind das? Okay, man darf hier nicht springen. Alles klar. Ja, das wäre doch mal was. Mario und Zelda gemischt. In der Super Mario Brothers. Mit dem Super Mario Brothers 3 Mario. Also mit Zelda 2. Ja. Ja gut. So asozial ist das jetzt auch nicht. Da gab es schon schlimmere Level. Ich habe nichts gesagt. Nein, das geht wieder Fails. Das wird wieder Fails hageln. Oh nein, ist das furchtbar hier. Ja, es ist eben einfach nur schwierig. Da braucht man jetzt wirklich nur Skill für. Okay. Ja, ich muss anscheinend schon ziemlich früh ein Safe State setzen, weil ich hier nicht immer hinlatschen möchte und dann auch mal dort direkt spawnen möchte. So, hier ungefähr. So, wieder Safe State. So, Safe State gesetzt. Das Schneiden kann wieder lange dauern. So, in welchem Winkel kann ich hier springen? Ich probiere einfach mal einiges aus. Oh Gott. Hier muss ich vielleicht wirklich springen. Oh Gott, so weit war ich nicht. Hier muss ich anscheinend einfach... Oh nein, ich dachte... Das ist bisher die schwierigste Stelle. So, das geht eigentlich von der Schwierigkeit her. Okay. Ist hier in der Röhre was? Natürlich ist hier was. Oder ich glaube, hier ist nur die Münze. Was? Ich bin wieder ganz am Anfang? Oder nein, bin ich irgendwie nicht, aber irgendwie schon. Das ist strange. Ich das auch noch betone. Strange. Ja, weil da am Anfang, da war ja nicht diese Röhre. Da gehe ich jetzt hier einfach mal direkt weiter. Okay. Hier setze ich mal wieder ein Safe State. Ja.
Es ist eben schade, wenn man am Ende verkackt. Aber die Augen sehen jetzt irgendwie cool aus von in den Turm. Durch den Hintergrund. Okay, da ist so ein Ritter. Ich muss anscheinend wirklich in die Röhre. Ja, da muss ich anscheinend schnell sein in dem richtigen. Hä? Ich war doch. Es war doch Fullspeed oder etwa nicht. Wollte mir sagen. Moment. Ich kann ja hier in die Röhre. So. Ja, die Flammenwerfer sind hier. Das kleinste Problem noch. Ah, das ist mal wieder cool, dass hier ein Pin. Gut, das war mein Fehler. Ich war zu voreilig. So ist es halt, wenn man so viel Sonic. Oh, das sind wieder diese Donut-Dinger, die sich als Brücke getarnt haben. Da kommen die S-Coin, holen wir nochmal. Was erst 9? Ich dachte. Letztes Mal bei. Oder. Waren das jetzt schon 9 oder? Komm. Ah, die bewegen sich ganz fies. Sorry, nochmal Safe State. So, es kann weitergehen. Ich habe halt Angst, dass. Okay, ich habe mich nicht treffen lassen. Was zur Hölle? Ich bin wieder ganz am Anfang. Aber ich habe eine Vermutung, was ich hier machen muss. Der Level ist merkwürdig. Wie so ein Geisterhaus, bloß ein bisschen anders. Ich gehe einfach mal in die untere Röhre. Geht das? Ja, das geht natürlich. Was? Ich habe doch eigentlich schon alles ausprobiert oder etwa nicht. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Na toll, das bringt mich einfach hier nach rechts. Toll. Ist hier jetzt irgendwas Neues? Nö. Ja, die Fackeln sind ziemlich fies. Hätte ich bloß nicht einen neuen Safe State gesetzt. Ach. Jetzt bin ich wieder hier. Ja. Ja, jetzt lasse ich mich hier sterben und probiere den Level nochmal vom Anfang an. Ja, hätte ich den bloß nicht noch in diesem Part machen wollen. Jetzt habe ich ein Problem. Aber ich kann ihn abbrechen. So, hier ist wieder nichts. Das ist eigentlich vom Skill her die schwierigste Stelle. Und ich stelle mich mal wieder wie ein abgelaufener Joghurt an. Ja, aber die Fails frustrieren halt auch. Und dann stellt man sich so beschissen an. So, das ist immer noch sehr einfach. Hier kommen jetzt die Turms. Was ist denn, wenn ich oben lang gehe? Okay, ich setze wieder ein Safe State. Ich gehe dann einfach ganz. Ja, so viele Safe States rausschneiden. Das kann ewig dauern, bis ich das Video fertig geschnitten habe. Ja, hier muss man erst mit Fullspeed rennen und dann rennt man in so einen Gegner rein. Das ist eigentlich richtig beschissen.
Das Spiel will teilweise, dass man beschleunigt, aber dann wieder nicht, weil man in einen Gegner reinrennt. Es ist wie Sonic manchmal. Manchmal will ein Sonic-Spiel auch von einem, dass man beschleunigt und dann rast man in einen Gegner rein. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen ausbauen können, aber zum Teil sind die meisten Mario-Spiele auch zu langweilig. Ja, das hat mich doch zurückgesetzt. Hier muss doch irgendwas sein. Ah, hier ist eine Tür. Hä? Das bringt mich hier hin? Ja, nee. Ist klar. Und hier komme ich auch nicht weiter. Erstmal hole ich mir hier den Pilz und dann nicht für den Flammen erwischen lassen. Denn die untere Röhre, da war ja auch nichts. Oder ist das jetzt so eine Art Parallelwelt? Kann das sein? Ich habe auf jeden Fall erstmal keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ein bisschen anders hier der Anfang. Ach, da ist jetzt eine Tür. Sorry, Leute. Safe State. Oh Gott. Wie lange wird das Schneiden wohl dauern? Ich will es mir schon gar nicht ausmalen, wie lange das dauert. Das war anscheinend falsch, aber... Vielleicht ist dahinter ja dann der Boss. Vielleicht ist das auch so etwas, das einen verwirren soll. Ja, toll. Wenn man halt keinen Jumpskill hat, da stelle ich mich einfach schlecht an. Das gebe ich zu. Dass ich hier gleich bin. Ja, so schwierig war es doch gar nicht. Der Level ist einfach äußerst verwirrend. Was zur Hölle? Ist hier etwa eine Tür versteckt? Hier, wo nichts ist? Äußerst verwirrend. Dann gucke ich mir hier halt alles doch mal an. Die sind übrigens aus Super Mario 64. Also, nee. Ich habe wirklich... keine Ahnung, was ich hier tun soll. So ein bisschen Jumpskill, den ich diesmal sogar habe. Ja, das ist verdammt einfach. Man darf hier einfach nicht zu hektisch sein und nicht zu früh springen, deshalb. Ja, toll. Ich will kein Safe State mehr setzen. Ich will die ganze Kacke nicht rausschneiden. Nein. Ich muss einfach weiter springen. Und der Rest ist eigentlich auch easy. Genau so. Und dann kann ich hier einfach durchrennen. Und hier durchrennen und hier springen und... und nicht wissen, wo es weitergeht. Na gut, so kann man es auch machen. Anscheinend bringt es einem hier viel durchzurennen und dann ja zu fehlen. Ich gehe jetzt hier noch mal bis zum Ende. Hier muss ich zwingend durchrennen hier. Kann sein, dass ich mir hier eine Falle gestellt habe. Nö, es ist nicht so.
gut. Der letzte Safe State. Der aller. So, das probiere ich jetzt hier noch. Hätte ich den Safe State bloß ein bisschen früher gesetzt. Immerhin kann ich das hier so einfach bauen. So, wenn hier jetzt nichts ist, dann muss ich das Let's Play wohl abbrechen, weil das dann einfach keinen Sinn mehr ergibt. Moment. Kann ich jetzt hier in die Röhre? Hier hat man sich immerhin Mühe gegeben, das sehe ich, aber ich check's nicht. Was soll ich hier tun? Ich guck mir einfach ein Wolfroot an, wo dann alles, wo man dann hier alles sieht. Ich probiere noch das hier. Und das bringt mir genauso wenig. Wisst ihr vielleicht, wie man das hier macht? So, der Flammenwerfer kann mich gerne umbringen. Ich habe hier keine Ahnung, was ich tun muss. Ich gucke mir dann ein Wolfroot an. Das mache ich dann doch im nächsten Part. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono.